Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Call of the Sea. Ja, weiter geht's. Wir haben ja hier jetzt schon ein bisschen was erkundet da hinten, zumindest der hintere Bereich. Den haben wir soweit gesehen, aber fertig erkundet. Wir wollten jetzt hier im Zelt noch weitermachen. Das machen wir auch. Oh. Never heard of this Eric Zahn, ich habe noch nie von diesem Eric gehört. Eric Zahn. Zahn. A pulp magazine. I love ein Groschenheft. Ich liebe die Geschichten. Tales from behind. Okay. From beyond. Portable typewriter. Ein portable typewriter. Tragbare Schreibmaschine. Naja, Schreibmaschine, sowas gibt's ja heute nicht mehr. Photographic film. Fotofilm. Bart und Plague. Nachrichtenagentur. He's repairing my old music box. Er repariert meine alte Spieluhr. Attack? What attack? Angriff. Welcher Angriff? Frank versucht Harrys Spieluhr zu reparieren. Unmittelbar vor dem Angriff. Okay. What happened on this ship? Was ist auf diesem Schiff passiert? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Goodness me, what a collection. Meine of Güte, happy news. Lauter fröhliche Ereignisse. Seltsamer Vorfall, Maschinen. Was? Ach so, Massachusetts. Die Gartnerfamilie vom Farm bei Arkham spurlos verschwunden. Von CB World. Kulte und Rituale. Ein Interview mit Inspektor John Raymond Leclerc von CD World. Oh my. Oh je. Robert Rüdin, Udam und Ehefrau tot auf hoher See gefunden. Irgendwelche Zeitungsausschnitte? Ich glaube, Harry hat diese Ausstellung besucht, als er nach Antworten auf meine Krankheit gesucht hat. New Billboards. Diadem-Ausstellung kommt nach Boston. Das ist ja ganz toll. Zeug braucht die Welt. Läuft die Aufnahme? Sollten wir nicht etwas hören, Frank? Ich habe sie zweimal auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Sie müsste jetzt wieder gehen, Mr. Everhart. Ich weiß nicht, vielleicht war sie nie dazu gedacht, Musik zu spielen. Evid? Wo waren sie die ganze Zeit? Oh mein Gott. Er hat ein Messer. Runter von mir, Sie Irrer! Okay. Halten Sie ihn fest! Halten Sie ihn fest, um Himmels Willen! Rufen Sie Theodora oder so. Okay, die wurden angegriffen. Aber von wem? Es war wohl der fünfte im Bunde, ne? Und das war er hier. My God. Mein Gott, sein Gesicht ist völlig verzerrt. Wird mir das auch passieren? Er hat die wohl angegriffen und deswegen auch nur noch 4 Teller oder so. 4 von uns waren notwendig, um ihn zu überwältigen. Woher hat er nur diese Kraft? Diese Fußspuren sehen definitiv nicht menschlich aus. Hier, das hier, meint sie wohl. Irgendein Meerestier mit Flossen, oder? Könnte man sagen. Dieses Bild wurde aus der Ferne aufgenommen. Was macht er da? Angeln vielleicht? Keine Ahnung. Schwebende Felsen? Der Doktor scheint einige Felsen was gut zu flüstern. Schweben sie? Ich sehe da jetzt keine schwebenden Felsen auf dem Bild. Oh. Ansonsten glaube ich, war es das hier jetzt schon wieder. Immer wirklich wirklich. Das ist noch eine Uhr, das ist noch eine Blume. Hier schien jemand einen grünen Daumen gehabt zu haben. Ja,
das ist toll. Oh, hier. Hat sich jemand Notizen zu wichtigen Daten gemacht? 30. Juni. Ankunft auf der Insel. 1. Juli. Wir schlagen unser Lager auf. 14. Juli. Roy sprengt die Brunnenschachtluke. Okay, das haben wir gesehen. Da waren wir auch. Am 24. Juli. Wir brechen unser Lager ab und ziehen um auf den Strand. 14. Juli. Letzter Eintrag im Logbuch der Lady Shannon. Gleicher Tag. Hat er Amulette von den anderen Lagern mitgebracht oder hat er noch mehr geschnitzt? Hey, das ist wieder so eine Statue. Interessant. Denke ich. Weiß es nicht. Kerzen. In diesem Zelt waren wir, glaube ich, in der letzten Folge. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Ja, genau, das ist hier das mit dem Essen. Oh, hier. Oh, sehr gut. Da geht ja nämlich jetzt auch das Licht an. Sehr schön. Weggeworfene Kleidung. Wurde lange nicht getragen. Ein Taschentuch mit den eingestickten Buchstaben EDW. Mit Blut und schwarzem Schleim besudelt. Okay. Ein weißer Fedora. Ziemlich schmutzig. Ja gut, die haben ja die ganze Zeit ja auch im Schmutz gearbeitet, also. Wenn der unglaublich clean wäre, wäre das merkwürdig. Oh dear. Der Doktor war tatsächlich verrückt. Gestern haben die Steine mit meinem Lied getanzt. Mit meinem Lied. Nimm, liebe Lidje. Alles an diesem Ort ist gestimmt. Es gibt einen Schatz in Schatkokurupa. Okay. Keine Ahnung. Diese medizinischen Werkzeuge sind haarsträubend. Oh ja, gruselig. Ängstigend. Der Witt war sicher mit allen möglichen Substanzen ausgestattet. Ja, es ist also das Zelt des Doktors hier. Frank wollte also gehen, aber ich weiß nicht, ob Harry diesen Brief jemals gesehen hat. Bis wart. Wir sind hier auf der Insel in großer Gefahr. Sehen Sie nur, was mit Dr. DeWitt passiert ist. Der Mann dreht vollkommen durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von dieser Insel verschwinden. Mr. Everhart war auch überzeugt, dass wir gehen sollten. Bis ihr dieses Ruggeldings entdeckt habt. Habe ich Ihre Unterstützung, ihn zu überzeugen? Frank. Ja. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass du bei ihm geblieben bist. Wer du auch immer bist. Frank, ich verstehe, was sie sagen, aber wir können Harvey nicht alleine lassen. Sie denken sicherlich, ich wäre nur hinter einer Sensationsgeschichte her, aber was würden sie tun, wenn ihre Frau krank wäre? Würden sie sie sterben lassen? Ich bleibe bis zum Ende hier. Wow. Sehr cool. Sehr menschlich. Die beiden scheinen gut miteinander klarzukommen. Frank und Teaura singend, während sie in der Werkstatt arbeiten. Ach schön. Diese Namen manchmal, ne? Das ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich. Hier wieder Essen, 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 Proviant, überall Proviant. Alle, die haben gegessen, wo sie nur konnten. Okay, was haben wir hier? Ja, die haben viel kaputt gemacht und neu zusammengebaut und haben, ja, wahrscheinlich sehr viel improvisiert.
Wow, hier geht's ja auch nochmal hoch. Ach du Heilige. Uff. Hey. Also Lampen hatten sie jede Menge mit. Muss ich lassen. Die hatten echt so viele Lampen mit. Okay, hier überall diese Metallplatten vom Schiff. Ach, Stahlplatten. Lady Shannon, ja. Das ist von der Lady Shannon. Was ist das? Little Levis. Oh. Diese Symbole hängen mit den Tasten zusammen. Okay. Das ist sehr interessant. Das sind Klaviertasten. Und die Symbole drauf, welche du drücken musst. Ich hoffe, sie hat einen Eintrag gemacht. Wow, look at the size of these. Diese Steine sind gigantisch. Expeditionen in den Südpazifik. Megalithisches Basaltgestein. Das ist Basalt, okay. Hier ist wieder eben was mit dem. Ach so, das ist. Okay. Hat sie ja eingetragen. What kind of doodad is this? Also 1, 2, 3. Ja, das war schon mal verkehrt. Kann ich das resetten? Okay, sie trägt das ein. Dann haben wir den. Aber schön, dass es direkt auch speichert. Und dann die beiden. Hier 66 ergibt das. Hier 66. It's well tuned. Gut gestimmt. Hier hätte ich auch nichts anderes erwartet, Liebling. 466. Wir müssen dann gucken, wo wir die noch eintragen können. Weil ich wieder ein Papier schnipsel. Dieser Teufelsdewitt hat auf Wenk eingestochen. Zum Glück ist es nur eine Fleischwunde. Zum Glück haben sie mich zurückgehalten, sonst hätte ich diesen Irren längst abgeknallt, wie einen tollwütigen Hund. Herrje, was sage ich denn da? Das ist eine gute Frage, was sagst du da? Ich habe Herrje noch nie so wütend erlebt. Ein Stein mit Flecken von schwarzem Schleim, ein Prototyp vielleicht. Ja, es könnte sein. Was ist das? Hoffentlich hast du dir diese Diaprojektoren nicht von der Universität Denver geliehen oder so. Lol. Da sehen wir wieder die Wasserstände. Die haben wir drüben gesehen bei den Steinen. Mehr sehen wir jetzt hier aber allerdings auch nicht, oder? Oh. Ach so, das ist nur der An- und Aus-Knopf. Okay. Captain Hodgson hat mir erzählt, dass es bei dem Navigieren in der Nacht hilfsreich sei, die Mondzyklen aufzuschreiben. Harry muss diesen Mondkalender von der Lady Shannon mitgenommen haben. Wie kann jemand so etwas auf Stein bauen? Abschnitt Meer, Basaltstruktur, riesige Steinorgel, Wellen drücken Luft durch Steinröhren. Aber krass, überlegt, wie das gebaut wurde. You always did have a good ear, Harry. Ja, das ist schon immer ein gutes. Was? You always did have a good ear, Harry. Ich habe dieses Gebilde die letzten Tage untersucht. Der Ton, den es von sich gibt, ändert sich ständig mit den Gezeiten. Ja klar, das sind ganz andere Frequenzen. Wind, wie viel Wasser aufkommt, etc. Guck mal, das sieht aus wie ein Auge. Das ist ja gruselig. Das ist ja gruselig. Sieht echt aus wie ein Auge. Lol. Wie eklig ist das denn? Gut.
Hier haben wir jetzt, glaube ich, auch alles. Ich drücke mal schon alles ab, also mit der Maustaste, dass wir hier auch nichts übersehen oder so. Stained with black ooze. Looks like the prototype of something. Prototype. Bist du der Prototype? Gut, dann gehen wir mal hoch. Hier 66 war der Code oder so, ne? Hat sie den aufgeschrieben eigentlich? Natürlich hat sie ihn nicht aufgeschrieben. Warum auch? Blödes. Hier 66, aber wo gebe ich den ein? Gab es irgendwo etwas zum Eingeben? Ich glaube ja, im Schiff selbst. Schiff selbst, glaube ich. Oh, dann lass uns das erstmal schnell machen. Wenn der Code hinhaut, ich glaube im Schiff war doch ein Code. Da müssen wir jetzt echt nochmal suchen gehen. Der Code selbst war jetzt 466, wenn es hinhaut. Der Meeresspiegel. Aktuell steht er bis hier. Drei bleiben frei. Neumond. Also Vollmond. Okay. Hier hat sie wieder was aufgeschrieben. Dr. DeWitt wird immer verwirrter und er hat auf Frank eingestochen. Es war nur eine Fleischwunde, aber Harry hat sich mächtig darüber aufgeregt. Der Doktor scheint von etwas besessen zu sein, das ihm unglaublich Kraft verleiht. Der Rest der Expedition musste ihn überwältigen und an einen Pfahl fesseln. Nachdem der Doktor mit jedem Tag verrückter wurde, verschwand er mitten in der Nacht. Seine Fesseln waren zerfetzt und im Sand waren in der Nähe seltsame Fußspuren zu sehen. Das war das Ding, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Da hing der Doktor dran, okay. Gewöhnlich. Das kennen wir schon. Das weiß ich nicht. Das Schiff ist vollständig verlassen. Was ist mit der Besatzung passiert? Die Expeditionsmitglieder haben alles verwendet, was sie im gestrandeten Schiff finden konnten, um ein weiteres Lager an diesem schwarzen Lavastrand zu errichten. Harry hat herausgefunden, dass das schwarze Zeug unterschiedlich verwendet werden könnte. Der Schleim reagiert auf verschiedene Tonfrequenzen. Bei manchen schwebt er sogar in der Luft, das haben wir gelesen. Harry hat ein weiteres unbekanntes Gebilde gefunden, das von einer früheren Zivilisation gebaut wurde. Er sucht weiter nach Antworten, während sie auf Hilfe warten. Die Gezeitenorgel gibt Töne von sich, wenn das Wasser Luft durch die Röhren drückt. Das leuchtet ein. Dieses Gebilde ist fantastisch, aber ich habe keine Ahnung, wie es geschaffen wurde. Die Geräusche sind hypnotisierend, als stammten sie aus einer anderen Welt. Harry ist es gelungen, die Orgel zu aktivieren, wodurch am Gipfel des Berges etwas freigelegt wurde. Ein weiterer Tempel vielleicht? Und er sollte dort oben eine Art Maschine bauen. Oder er wollte. 466. Ich guck mal, ob ich den Code jetzt da irgendwo angebappt bekomme oder reingetragen bekomme. Wahrscheinlich jetzt nicht so einfach sein wird. Bin mir echt nicht sicher, ob das im Schiff war, aber ich glaube schon. Ich glaube, irgendwas im Schiff war doch, wo wir einen Code hätten eingeben können. Ich hoffe es. Sonst klettern wir jetzt hier umsonst hoch, aber wir haben ja Zeit. Es läuft ja nichts weg. Wir müssen uns ja auch wirklich richtig umgucken und alles mitnehmen. Weil sonst kommen wir hier auch nicht weiter. Ja, also die Rätsel werden ja nicht einfach so weniger, wenn wir nichts machen. Einfach nur davor stehen und keinen Plan haben. Das wird ja auch wieder ein richtiges Rätsel sein hier. Höchstwahrscheinlich. Okay, das war nur Strom. Dann wäre das ja nur der eine Raum hier hinten noch. Mehr gab es jetzt hier auch nicht.
4. Aber es gibt insgesamt 6 Felder. Oh Mist. Apparently, Harry's expedition waited for a long time to be rescued. Did they offer give up hope? Wahrscheinlich finden wir weitere Geräte, was wir abstimmen müssen. Weil hier... kann ich auch nichts machen. Ah. Die müssen ausdrücklich ausbalanciert werden. Das wird ja interessant. Kann ja oben aber auch gar nichts einstellen. Nee, da müssen wir echt noch warten. Ich habe noch keinen Hinweis darauf irgendwie. Hier dachte ich eigentlich, wir können da was eintragen, aber ist noch nicht der Fall. Nee, gut. Gut, gut, gut. Dann müssen wir echt noch warten. Der hat auch noch keinen Eintrag gemacht, was die Zahlen angeht. Also haben wir noch nicht alles gefunden. Aber wir haben auch noch ein bisschen was zu entdecken. Wir waren noch nicht überall. Ich denke, da werden wir noch einiges finden. Hoffentlich auch gute Hinweise für das Rätsel. Oben, also die Orgel. Die muss ja wahrscheinlich richtig gestimmt werden, bevor wir hier weiterkommen. Alles öffnen, ja, was ich da vorhatte und so, ja, wäre ja zu einfach. Es wäre ja zu einfach, aber nein, 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 nein. Ja, aber dann wäre es kein Puzzle-Spiel. Ja, also wenn das einfach zu einfach wäre, wenn ich mir da einfach irgendwas rumdrücken könnte und es klappt dann... Ja. Wäre ja auch nicht geil, oder? Würde ja auch keinen Spaß machen. So, was haben wir hier oben? Oh, hier ist ein riesiges, wieder so eine riesige Platte hier. Manchmal denke ich, dass das alles nur ein scheußlicher Traum ist. Ist wirklich so. Ein riesiges Schiff. Unglaublich. Aber total zerfetzt. Da konnten wir zumindest einen kleinen Dialog freischalten. Ist ja auch was, ne? Ist ja auch was. Es ist seltsam, aber zum ersten Mal, seit ich krank bin, fühle ich mich nützlich. Harry ist auf mich angewiesen. Und nicht umgekehrt. Ja. Okay. Da hier oben gibt es jetzt nur noch das. Echt jetzt? Aber nicht, dass uns das großartig hilft. Es ist dieses Konstrukt. Was für eine seltsame Struktur. Sieht aber nicht wie ein Gebäude aus. Na, das ist die Orgel. Müssen Sie jetzt eigentlich wissen, wir haben genügend Hinweise gefunden.
Ja, und das Wasser presst dann hier die Luft durch. Dadurch kommt der Ton zustande. Und hier stellt sie das Ganze ein. Sieht man da irgendwas, was richtig eingestellt ist? Nee, das ist der Durchgang. Sie hat aber auch keine Einträge mehr gemacht. Oh Mann. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Naja, wir werden es schon finden. Ich gehe jetzt einfach mal strange davon aus, dass wir es finden werden. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Naja, soll ja auch nicht. Wie gesagt. Und das spornt mich dann halt nur noch mehr ein. An. Und mir macht es sehr viel Spaß. Ja, mir macht es echt verdammt viel Spaß, es rauszufinden. Waren wir jetzt hinten schon überall, also da oben? Ich glaube nicht. Wir haben aber trotzdem noch keinen Hinweis dafür, wie wir die Orgel umstellen sollen oder was wir einstellen sollen. Das ist die Tür, da waren wir, da haben wir geguckt. Hier noch. Ja, mehr gibt es leider nicht. Ich habe jetzt immer noch nicht alle Hinweise gefunden. Das ist ja unglaublich. Ich habe aber auch gar keinen Plan gerade. Was ich einstellen soll. Der hat hier oben sogar übernachtet. Zeigt mir das hier irgendwas an? Neumond. Okay, Meeresspiegel. 267 Hertz. Das weiß sie wohl. Eins, zwei, die drei. Ich kann mir nur gerade echt keinen wirklichen Reim machen. Bis zur 4, also nur bis hierhin. 5, 6, 7 bleibt aus. 1, 2, 3, nee, die 4, 5, 6, 7, stimmt schon. Ich habe mir vielen Einträge immer noch, glaube ich. Mir fehlen immer noch Einträge, habe ich das Gefühl. Huch, wollte ich gar nicht. Oh. Aber das hatten wir ja schon gemacht, ne? Unten ist ja zu. Genau, unten ist ja zu. Dann ist das zu hier. Bringt mir alles noch nicht. Das haben wir fertig. Die Herzanzahlen, ja, toll. Aber. Und da gibt 466 oder so war das, ne? Aber ich kann ja auch keine Codes eingeben oder so. 466. Wäre die 466. Na, das kann ich aber auch nur einmal nutzen, das geht auch nicht. Jetzt echt schwierig. Mal so gesagt. Es steht bis dahin. Those symbols seem to indicate the height of the tide. Drei sind bedeckt. Zumindest fast. Und drei sind offen. Dargelegt.
Ja, das wäre Vollmond, also offen wahrscheinlich. Neumond zu. Bringt mir noch nicht sonderlich viel. Das sind ja die Symbole hier drauf. Dort. Dort. Und hier. Und hier natürlich. Ich brauche unbedingt noch weitere Hinweise. Das bringt mir sonst so nicht viel. Ich komme noch nicht weiter. Wenn wir die Orgel gespielt haben, geht wahrscheinlich hier die Tür auf. Das da. Und die müssen ja... Die haben das ja wahrscheinlich geschafft. Ja, die sind ja durch die Tür durch. Höchstwahrscheinlich. Nur müssen wir erstmal rausfinden, wie wir das mit der Orgel hinbekommen. Er hat auch nicht so viele Notizen gemacht, wie ich erhofft hätte. Also, sie muss ja die Notizen machen. Damit können wir dann letztendlich auch weiterkommen. Ansonsten funktioniert das ja leider nicht. Aber umgesehen habe ich mich eigentlich wirklich schon ganz gut. Gute Frage, was das für eine Maschine ist. Ich sehe es, erkenne es jetzt aber auch nicht wirklich. Einfach mal direkt nachbauen, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Das ist wieder der Berg hier. Ja. Ansonsten war jetzt hier nichts. Nee, gut, wir gucken dann nächste Folge weiter. Würde ich vorschlagen. Weil wir sind jetzt schon wieder über 30 Minuten. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ding hier gelöst bekommen. Also wir werden das schon auf jeden Fall lösen. Kommt halt nur drauf an, wann. Und hier war der Typ dran angekettet übrigens. Das ist das. Hat sie gemacht. Und irgendjemand hat ihn befreit oder irgendwas. Ne, gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lady Sean und ich oder Shannon sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.